Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 602 und wir stehen schon vor der ersten Mod. Ja, richtig, das alles hier, auch wenn wir hier um die Ecke gucken, ist eine Mod. Ne? Das ist nämlich das White Farm Gebäudepaket. Ich dachte mir, ich stelle einfach mal alles hin, was da mit drin ist und dann könnt ihr selber gucken, man, das könnt ihr vielleicht auch was draus bauen oder sowas. Dann habt ihr hier einmal die ganzen Sachen als Mod. Wir fangen mal mit ganz einfachen Geschichten an. Texturen zuerst, weil die sind dann ungefähr immer gleich hier, wenn wir uns die Sachen angucken, weil es ja immer die gleichen Gehäuse, sag ich schon, die gleichen Hausstrukturen und Hausbauweisen vom Holz sind. Ne? Also das Holz sieht also soweit super okay aus. Wir haben hier auch schöne Regengossensysteme dementsprechend. Man sieht hier Scharniere-Geschichten und sowas an den Türen. Die können wir auch vernünftig aufmachen. Ne? Wenn wir jetzt die Hilfe anmachen, sehen wir, wir können die Hallenbeleuchtung mit R anmachen. Das ist auch eine dezente Hallenbeleuchtung. Ne? Also hier ist nicht super High-End-Licht. Das liegt daran, dass die Röhren auch nicht nach unten direkt ausgerichtet sind. Das ist mehr also so ein indirektes Licht. Und wir haben mit drei Garagentüren. Das ist schon Nummer eins. So simpel ist es. Ja, danach haben wir hier einen ganzen Haufen Unterstandgeschichten und Hallen und sowas. Damit fangen wir dann einfach mal an. Seht ihr selber, haben wir einen schönen Unterstand. Der hat auch eine gewisse Tiefe. Ne? Immer wenn ich hier in einen bestimmten Bereich gekommen bin, kann ich Licht anmachen. Hier sehen wir die Leuchtstoffröhren bisschen früher hängen, bisschen runterhängen und besser zu sehen und damit auch mehr Licht. Ne? Wir haben hier zig und eine Halle. Hier ist noch der größere Unterstand. Da seht ihr selber zwar relativ viele Stützpfeiler, aber hier kann man echt auch lange Kombos unterbringen und reinstellen. Und hat hier mehr als genug Platz für. Man hat ja auch kleine Durchfahrhallen. Ne? Wie man hier sieht, kleine Unterstandgeschichten. Ne, hier sind auch ganz kleine Unterstände, die zeige ich auch noch mal extra. Ich weiß jetzt auf Anhieb nicht genau, warum oder wo die sich hier unterscheiden, aber es gab wenigstens zwei Stück und deswegen habe ich die auch beide hingestellt. Ne, auch hier haben wir dann wieder eine Halle. Da haben wir eine größere Schiebetür in dem Fall. Da kann man auch ordentlich was Großes drin unterbringen. Ne, auch hier immer, wenn man reingeht, kann man hier die Hallenbeleuchtung anmachen und das ist immer ein Röhrensystem, was da drunter sitzt. Dann geht es Richtung Stallungsgeschichten. Ne, hier ist zum Beispiel Nummer 1. Ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Dann seht ihr hier, wo man Sachen anliefern kann. Ne, da Feed-Silo, Futtersilo steht auch mal schön drauf, das Ganze. Hier haben wir auch eine Schräge zum Hochfahren. Ne, hier haben wir dann auch Anlieferungsposten. Hier seht ihr dann auch Storage, ne, Objektlager. Ne, hier ist auch ordentlich Platz. Also auch das alles sehr schön gemacht. Ne, kann man hier so eine Runde rennen, hat man noch eine Möglichkeit rauszukommen sozusagen. Da hinten läuft ein Hund, das ist auch kein Wunder. Hier gibt es die Milch, also das hier ist der Kuhstall, ne, hatte ich vielleicht vergessen zu sagen. Die Bedienelemente für den Kuhstall und sowas sind dann hier auf der Seite. Ne, da seht ihr, wo ihr es anliefern müsst, wo ihr hin könnt. Und hier seht ihr zum Beispiel, gehen 45 Kühe rein. Ne, also schöne Geschichte. Ja, hier neben das Ganze ist auch wieder ein Stall, da seht ihr es selber. Ich gehe hier mal ran, dann seht ihr, da sollen 150 Schweine rein. Ne? Hier haben wir halt die Schweinegeschichten. Oben haben wir hier auch einen Dachboden. Ne? Hier können wir nämlich auch da nach oben fahren. Ne? Immer schön mit dem oberen Stockwerk, finde ich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Auch Hochboden hier, ein bisschen dreckig hier am Anfang, da wo man seltener hinfährt, ist das sauberer und so. Das sieht also schon alles gut aus. Ja, hier läuft ein kleiner Hund rum, da haben wir ihn, ne? So klein ist er gar nicht, weil es gibt auch passend dazu eine Hundehütte. Ne? Hier haben wir die für Schweine den Außenbereich, hier seht ihr den Part für die Hühner. Ne? Auch hier können wir dann gucken, wie viele Hühner gibt es dann hier, 360 gibt es. Ne? Ein Pferdestall gibt es, so viel ich weiß, nicht. Ne? Wir haben dann noch ein Regal, also ein Lagerregal hier, wir haben die Hundehütte hier, wir haben die Fahne noch hier, wir haben das eigentlich ihr Farmschild vom Original halt dementsprechend. Wenn wir jetzt hier weiter rumgehen, dann bleibt mir gleich die Stimme weg. Haben wir hier, ne, seht ihr selber noch, Misthaufen zum Setzen. Ne, wir haben hier noch ein Silo dementsprechend. Hier seht ihr auch, wir haben noch einen Gemüsegarten, einen Wassertank, ein kleines Windkraftwerk. Ne. Das hier ist das Haus. Ne, was ihr hier seht, also da würde man, wenn man jetzt hier den, ne, so einen Briefkasten, den könnt ihr auch irgendwo hinstellen, aber der scheint kaputt gegangen zu sein.
Der Boden scheint hier vielleicht für mich nicht ganz richtig angepasst gewesen zu sein, glaube ich. Ja, hier ist wohl eine kleine Welle drin. Deswegen verschwindet die Deko hier ein bisschen in den Boden. Sorry dafür. Na, aber hier haben wir dementsprechend Haus. Hier kann man auch reingehen. Ne? Da seht ihr, das ist bodentechnisch nicht so gut gelaufen. Das liegt aber an mir. Und hier kann man dann auch schlafen und solche Sachen halt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man hier noch weiter durch kann. Oh, ich bin über die Tür gelaufen. Noch eine kleine Werkstatt. Eine Werkstatt ist der Kleiderschrank. Das ist ja praktisch. Aber klar, wenn man Arbeitszeug anziehen will. Ne? So, ja, eine Windkraftanlage. Und dann haben wir noch ein Fermentersilo hier dementsprechend. Das, was ihr auch noch benutzen könnt, wenn wir hier einmal auf Escape gehen. Dann sehen wir hier, das sind einmal der Gemüsepart da, wo halt alle Sachen produziert werden hier. Ne? Und halt hier Silage kann hier gemacht werden aus Grasheu, Häckselgut oder Stroh. Und das ist dann immer 1 zu 1. Also das, was ihr reinfüllt, bekommt ihr an Silage raus. Und es ist immer eine ganze Menge, also nämlich immer 120.000. Das heißt also, ihr kriegt hier insgesamt 480.000 Liter raus aus so einem Turm. Wenn euch das nicht reicht, stellt einfach noch ein. Ne? So einfach ist das Ganze. Ja, also da haben wir schon recht ein schönes Set, allen drum und dran, ne? Und da lässt sich schon was draus machen. Ne? Da kann man sich schon eine Farm draus zusammenbauen. Muss man halt selber wissen, was man draus machen möchte. Ne? Ich werde das Ganze jetzt nochmal hier aufgebauterweise zeigen, indem wir jetzt einfach hier den Spaß mal durchgehen. Wir haben hier die Gebäude an sich. Da muss ich nur hier durchgehen. Da seht ihr alles, wir sind hier so bei 8.000 im Schnitt, ne? 5.000 für die kleineren Sachen, 5.000 für die Unterstände. Also das ist schon relativ günstig. Ne? Also hier 8.000 oder sowas, da kann man echt schon auch günstig sich einen Farmpart mit aufbauen. Ne? Also das ist schon mal eine gute Geschichte. Bei Silos, wenn wir durchgehen, sehen wir hier selber, wir haben hier den Misthaufen, 4.000 Liter und das Fahrsilo, ne? Kostet 5.000, 15.000, auch nicht so die Welt. Erweiterung ist nichts dabei. Wir haben hier noch den Wasserturm dementsprechend, wo wir Wasser kriegen können. Der kostet 2.000. Ne, Tools haben wir auch nichts. Und das Farmhaus hier kostet 50.000. Also auch kein kleines Haus. Also das passt schon noch. Ne? Wenn wir bei Produktion an sich sind, dann sehen wir hier, haben wir den Fermenterturm hier am Ende. Der liegt gerade mal bei 15.000. Also das ist also eine sehr günstige Variante, um da ranzukommen. Ne? Gewächshäuser haben wir bei 3.000. Ne? Ist auch also eher von der Art her eher wie ein kleines gedacht sozusagen. Plantagen und sowas haben wir nicht, aber Generatoren, da seht ihr selber, es macht 4.800 im Monat. Das ist dieses Windkraft-Apartment, wo haben wir es da? Ne? Da steht's. Ja, wenn wir dann bei den Tieren gucken an sich, dann sehen wir hier der Kuhstall mit 250 Tieren. Da seht ihr auch selber, was noch reingeht. Ne, 250 Stück, 45 Tiere, ne, 45 Tiere. Was die 250 Stück sein sollen, weiß ich dann im Anhieb nicht, muss ich zugestehen, aber egal. Wir haben dann bei Schweine dementsprechend hier noch die 270 Schweine-Variante für nur 50.000. Schafe haben wir keine, Hühner haben wir dementsprechend für 8.360 Hühner. Ne? Da seht ihr selber, das ist dann das Gegenstück zu dem. Dafür ist das dann furchtbar billig. Ne? Und ich weiß nicht, Dekorationssachen oder sowas. Hier nicht. Ich glaube, unter Sonstiges, genau, haben wir noch die Fahne, haben wir noch die Flagge. Ne? Hier und dann halt das Farmschild. Und das Palettenregal. Ja, also wie gesagt, eine sehr schöne Mod. Ist alles eine einzige Mod und dann könnt ihr das alles basteln. So simpel ist es. Also wer das Ganze mal ein bisschen aufmachen will und sagt, ja, Holz und sowas, ne, da kann ich gut mit leben. Das ist mein Ding. Hier seid ihr dann genau richtig. So, dann hüpfe ich noch einmal, weil ich habe es nicht bei der einen Mod belassen, aber ich habe mir gedacht, ich mache mal zwei aufwendigere Mods. Das eine hier ist jetzt eine Sämaschine, die ist relativ aufwendig, weil sie einfach sehr viele Versionen hat. Nämlich ihr seht hier selber, da seht ihr es, ne? Planti und Center PC 5/4 heißt die hier zum Beispiel New Line Penta 2. Und hier sieht man auch die 1000 kleine Schilderchen dran, also alles, was so an Typenschilderchen, an Hinweisschildern drauf gehört, ist hier dran. Hier seht ihr die ganzen Pflanzeinheiten an sich, ne? Und ja. Das gibt es in zwei Varianten, nämlich einmal mit Interactive Control und einmal ohne. Ich habe die jetzt einfach mal nur in Grundversion hingestellt, damit ihr einfach nur die Größen seht. Ne, ihr seht also, das wird von der Breite her breiter und die größte Variante an sich, das ist halt diese hier. Da habe ich dann auch mal sämtliche Zusatztanks angeschmissen, euch hier mal gezeigt, dass sämtliche Deckelchen und Felgen und Grundgestelle und alles auch eingefärbt werden können. Ne? Und ihr seht hier, ich habe hier die Interactive Control angemacht. Wenn ich da drauf drücke, dann gehen nach und nach schön alle Klappen auf. So simpel ist es, auch schön gemacht.
Ne, hier oben ist die Klappe, dann kann ich dann wieder draufdrücken. Da geht es auch der Reihe nach wieder zu. Ich kann hier schön die Leiter hochklappen. Ne, und auch hier, ne, die kleinen Steuerungskästeneinheiten kann ich aufmachen. Und ich glaube, das war's. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gesehen, ne, oder? Ne, ich glaube, das war's so ziemlich. Ne, also wie gesagt, da gibt es dann schon ein paar Möglichkeiten mehr. Wir können das Ganze uns im Shop angucken. Zeug fürs Rumräuspern. War es unter Einzel eigentlich? Ja, genau, da. Also es gibt immer zwei Varianten, die kosten gleich viel. Mit IC-Steuerung, ohne IC-Steuerung. Wir haben ja einmal 5 Reihen, ne? Das seht ihr selber. Es ist 2,30 Meter Arbeitsbreite, 600 bis 900 Liter ist halt der Inhalt. Das liegt halt daran, ob wir die Zusatztanks damit dran machen oder nicht, ne? Die ich ihm beim letzten Jahr gezeigt hatte. Die nächste Variante ist dann 3,10 Meter, da wird der Tank auch dementsprechend größer. Klar, weil der Tank natürlich über den einzelnen Einheiten sitzt, ne? Wir düngen und wir sehen natürlich immer gleichzeitig dann und ihr seht hier, es ist halt dann Einzelseetechnik. Wie gesagt, IC kostet nicht mehr. Die 9-Reihe-Variante geht ja schon bis 1750 Liter hoch, braucht 90 PS, das ist wirklich nicht viel. Für 4 Meter Arbeitsbreite ist das echt okay. Ne? Dann haben wir noch die 11-Reihe-Variante hier, 110 PS bis 2250 Liter, 30.000 bei 5 Meter Arbeitsbreite. Auch der Preis ist gut, ne? Kann man nicht anders sagen, weil ihr seht, es braucht kein vorheriges Grubbern oder Pflügen in der Richtung und wir säen und düngen. Also das ist eine Alles-in-Eins-Maschine. Und die breiteste Version ist halt die 6-Meter-Variante hier, 2850 Liter bis zu, ne, 130 PS braucht sie und macht auch alles. Und wenn ich da drauf gehe, dann kann ich halt dann hier, ne, die Zusatztank anschmeißen. Die kann ich auch dann schon hier verschiedene Farben geben. Ne? Ich kann jetzt hier die Spurreißergeschichten. Hier sind die verschiedenen Baureihen bis 2023 hoch. Ne? Das, was ihr da stehen gesehen habt, ist die 2008er Beschriftungsform, sag ich mal so. Ne? Die Signalleuchten, GPS-Geschichten, Messerbox-Geschichten. Und hier kann man dann auch den Abstand dementsprechend noch machen. Dementsprechend passt sich hier auch alles an. Ne, ihr seht hier, da kommen die ganzen Kästen, teilen sich dann auf und so. Ne? Ne, so. Das ist hier, ne, der Bereich, der sich dann abändert. Da, hier können wir noch Farben einstellen, ne? Ob wir Saatgutsäcke zulassen wollen oder nicht. Ne, das ist hier die Höhe der Kupplungsgeschichten. Ja, und dann gab es hier halt bunte Tüte. Ne? Das heißt, hier kann ich überall dran rumklicken und habe dann 1100 Farben zur Auswahl, wie ihr seht. Ne? Ich mache mal von allem was und dann seht ihr hier, da kann man dann echt bunte Tüte draus machen. Also sehr schöne Sache, sehr schöne Größenordnung auch. Das heißt, also, es ist echt für jeden was dabei. Ob ihr jetzt kleine Felder nur habt, 2,30 Meter, ne? Oder bis 6 Meter, das sind ja schon dann, da kann man auch ein paar Hektar mehr haben, sozusagen. Da vernünftig mitarbeiten. Ja, so einfach ist es. Das war im Prinzip die ganze Geschichte schon. Ne, ich bin jetzt hier eingestiegen, so wie es aussieht. Das heißt, also ich könnte hier auch rein oder raufklettern, sag ich mal so. Ne? Das geht auch. Ich steige hier mal so wieder aus und dann drücke ich mal 1000 Tasten und komme wieder nicht dahin, wo ich hin will. Doch, da sind wir schon. Ja, also wie gesagt, das sind halt unsere Sämaschinen. Ja, und damit ist die Zeit auch schon rum. So schnell geht's. Ich werde das Ganze hier mal so ein bisschen einmitten und dann, ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Würde mich über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Und wie gesagt, diese Mods sollten auch für alle, die zu bekommen sein, was ich am Anfang das vergessen habe zu sagen, für alle, die zu haben sein, zu bekommen sein, downzuladen sein, die mit den Konsolen, also mit der Xbox oder mit der PlayStation, dementsprechend den LS22 spielen können. Ihr solltet diese Mods auch bekommen können. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank und bis morgen.